Ja, meine lieben Freunde, ich freue mich, dass ich euch heute wieder begrüßen darf an diesem Abend. Ich freue mich, dass wieder einige dabei sind gleich. Wir haben wieder eine Woche hinter uns und ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche, eine gesegnete Woche und vielleicht auch den einen oder anderen Gedanken noch weiter gedacht von unserem letzten Thema, das wir gehabt haben. Denn das Thema, das wir heute uns vorgenommen haben, sollte anschließen an unser letztes Thema ganz direkt. Es geht, wie ihr am Titel seht, um den Kampf um die ewige Gottheit Jesu. Es geht dabei um die Frage hintergründig, wer war Jesus eigentlich wirklich? Diese Frage ist ja schon damals, als Jesus auf Erden war, heiß diskutiert worden. Jesus war selbst sehr neugierig. Eines Tages fragt er seine Jünger, wer sagen denn die Leute, was ich sei, wer ich sei? Vielleicht haben viele Menschen damals Jesus nicht so direkt angesprochen und vielleicht nicht so direkt mit ihm darüber gesprochen, wer er sei, sondern mehr untereinander darüber geredet, wer er sei, obwohl sie die Möglichkeit gehabt hätten, ihn auch selbst zu fragen und selbst zu hören. Und wir wissen jedenfalls aus den Antworten, die die Jünger bekommen haben oder die Jünger Jesus gegeben haben. In Matthäus 16 kann man das nachlesen, was da für Meinungen überall da waren, nicht? Vom Propheten Jeremia, von Elia oder vom wiedererstandenen Johannes dem Täufer war alles drinnen. Jesus fragt dann seine Jünger, und wer sagt ihr, dass ich sei? Und da kommt dieses Bekenntnis des Petrus, wir glauben, dass du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und daraufhin kennen wir die Aussage, die Jesus gemacht hat, das hat er nicht Fleisch und Blut, sondern beim Vater im Himmel offenbart. Eine klare Aussage, Jesus Gottes Sohn, und trotzdem hat gerade diese Aussage zu großen Auseinandersetzungen in der Kirchengeschichte geführt und ist bis heute nicht wirklich geklärt für viele Menschen, was das bedeutet, wenn Jesus gesagt hat, er sei Gottes Sohn. Heißt das, er war wirklich buchstäblich Gottes Sohn, ein Sohn von Gott? Oder bedeutet diese Aussage mehr als das? Oder es geht ja in der Kirchengeschichte um die Frage, meint Gottes Sohn wirklich Gottes Sohn oder meint das auch trotzdem, dass er Gott gleich ist, wahrer Gott von Ewigkeit her? Und um diese Frage wird es gehen in unserem Thema heute. Ein Streit, ein Kampf um die Gottheit Jesu oder um die Gottessohnschaft Jesu und was das wohl genau bedeutet und was das meint eigentlich. Es sollte uns bewusst sein und deshalb auch die Wichtigkeit der Thematik, dass es ab dem 4. Jahrhundert nach Christus richtige Völkerkriege gegeben hat, die im Hintergrund dieses Konflikts ausgetragen worden sind. Ein Teil der Kämpfe in der Völkerwanderung hat sich allein politisch im Hintergrund abgespielt, von der Frage ausgelöst oder von der Frage begleitet, wer war Jesus? Und da hat es Völker gegeben, die einen haben eben die Vorstellung gehabt, Jesus war buchstäblich Gott, ein gottgleiches Wesen. Und die anderen, die der Meinung waren, nein, Jesus wäre ein Geistgeschöpf gewesen, ein von Gott geschaffenes Wesen, ein buchstäblicher Sohn Gottes, der vielleicht nicht geschaffen, aber gezeugt wurde von seinem Vater. Ganze Kriege hat man geführt. Und zwar nach der Zeit, nachdem die Christenverfolgungen in Rom aufgehört haben, bis dorthin wurden Christen verfolgt, weil sie an Jesus geglaubt haben und weil sie besonders überzeugt waren, dass Jesus eben nicht nur
Sohn Gottes war, sondern dass er auch der Sohn Gottes meint, dass er wirklich auch Gott gleich bedeutet. Ja? Dass die Gottessohnschaft, der Begriff, ihn nicht daran hindert, auch Gott gleich zu sein. Und für Christen im Römischen Reich hat es bedeutet, damals an Jesus zu glauben, überhaupt als den Mensch gewordenen Gott zu glauben und nicht dadurch den Kaiser zu verehren, diesen einen wahren Gott anzubeten. Da ging es um Anbetung. Hat bedeutet, vor die Löwen und in den großen Amphitheatern den wilden Tieren vorgeworfen zu werden, verfolgt zu werden auf furchtbarste Weise, auf die Art und Weise, wie sich die Römer das eben ausgedacht haben, was man mit Christen gemacht hat. Kaum war diese Verfolgung vorüber, sie ging ja von Kaiser Nero ungefähr von 60 vor Christus bis um 313 nach Christus und dann kam Kaiser Konstantin. Und in der Zeit vom Kaiser Konstantin haben dann diese Christenverfolgungen aufgehört. Aber es ist sehr bemerkenswert, dass gerade ab dieser Zeit oder schon in diese Zeit hinein der große Konflikt im Christentum ausgebrochen ist um die Gottheit Jesu und um die Gottheit des Heiligen Geistes. Das heißt um die Trinitätsfrage, die damit in Verbindung stand. Und wenn man die Geschichte genau betrachten würde, würde man wahrscheinlich draufkommen, dass es mindestens so viele Menschen gab, die umgekommen sind in Kriegen um diese dramatische Frage der Gottheit Jesu im Hintergrund, als es während der römischen Christenverfolgungen Christen gab, die ums Leben kamen. Und es ist möglich, dass sogar in diesem Dreieinigkeitsstreit mehr Menschen ums Leben gekommen sind, in den Auseinandersetzungen, die auch eine politische Dimension mit hatten, als in den römischen Christenverfolgungen. Es wäre eine interessante Sache, dem einmal näher nachzugehen, aber Tatsache ist, dass es ja also da große Kämpfe gegeben hat. Es ging eben um die Frage, ist Jesus wirklich allmächtiger Gott, ist er von Ewigkeit her Gott oder ist er eben nur, hat er irgendwo einen Anfang? Eine Frage, wenn wir sie genau betrachten werden, werden wir drauf kommen, dass das eine Frage war, die bereits im Himmel schon den Konflikt ausgelöst hat, bevor es diese Erde überhaupt gegeben hat. Weil es wieder ein wichtiges Thema ist, wollen wir auch Gott bitten, dass er uns hilft, in diesem Thema das rechte Verständnis zu bekommen. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus, wir haben auch heute wieder ein ganz wichtiges Thema, wo wir über dich nachdenken wollen, über dein wahres Wesen, über deine Gottheit, über deine Menschlichkeit, in der du hier gelebt hast. Und in der du uns den Vater offenbart hast, aber auch vieles über dich selbst offenbart hast. Wir wollen diesen Stellen heute nachgehen, wir wollen diesen Fragen nachgehen, die sich im Laufe der Geschichte Menschen gestellt haben, wer du wirklich bist und wer du wirklich warst, als du hier auf Erden warst. Und wir wollen dich bitten, dass du uns auch durch deinen Heiligen Geist führst. Du hast ihn uns verheißen, dass er uns in alle Wahrheit leitet. Und wir wollen dich auch bitten, dass du uns die rechten Gedanken schenkst und dass wir zu den rechten Einsichten kommen, dass sie auch unser Leben bereichern und unser Verständnis von dir erweitern. Halte alle Störende fern, gib, dass alles gut geht und dass auch die Zuhörer gesegnet sind und dass jeder Einzelne diese Fragen und dieses Thema für sich auch weiterdenken möchte. So danken wir dir für deine Gegenwart, mit der du uns in dieser Betrachtung begleiten möchtest. In Jesu Namen. Amen. Gut. Ich möchte in dieses Thema mit einer Frage einsteigen und die mit einer Behauptung zu tun hat, die von Christen gestellt wird, aufgestellt wird, die nicht davon überzeugt sind, dass Jesus dem Vater ebenbürtig oder mit dem Vater ebenbürtig von Ewigkeit her existent war und in gleicher Weise allmächtiger Gott genannt werden kann. Es gibt zu viele Christen heute,
in allen religiösen Gemeinschaften, nicht nur im katholischen, auch im protestantischen und den anderen evangelikalen und auch anderen religiösen Gemeinschaften, selbst unter Adventisten, ist es so, dass viele nicht der Überzeugung sind, dass Jesus von Ewigkeit her als selbstständige Person gleichberechtigt neben seinem Vater existiert hat. Der Begriff Sohn Gottes hat viele Christen dazu bewogen, diesen Begriff wirklich buchstäblich zu sehen und Jesus eben als einen von Gott stammenden Sohn zu bezeichnen oder zu sehen. Und alle jene, die das so sehen, behaupten natürlich gegenüber denen, die jetzt an die ewige Gottheit Jesu glauben, dass es eine Erfindung der Kirchengeschichte war, dass die ersten, dass es an den frühchristlichen Konzilien beschlossen wurde, von Gelehrten, die schon sich von der Bibel mehr und mehr abgewendet haben, dass dort irgendwo diese Idee aufgekommen ist, dass Jesus von Ewigkeit her Gott sein sollte. Ich möchte heute versuchen, durch unser Thema diese Behauptung zu widerlegen, aus der Schrift und auch aus etwas historischen Hintergründen. Wir werden nicht das ganze Thema in diesem Abend erschöpfen können. Wir werden das Thema fortsetzen noch mit den konkreteren historischen Hintergründen. Heute möchte ich einmal den Hintergrund der Bibel noch einmal klar machen und dann das aufzeigen, was im Judentum über die Gottheit Jesu geglaubt worden ist und was sich dann überleitend dann in die Kirchengeschichte, was sich in der Kirchengeschichte dann weiter abgespielt hat. Ist es wirklich wahr, dass es eine Behauptung ist, also eine falsche Lehre ist, die in der Kirchengeschichte aufgekommen erst ist, von ersten Kirchengelehrten, die nicht mehr ihren Glauben auf die Bibel gestellt haben, dass Jesus von Ewigkeit her Gott war und als allmächtiger Gott bezeichnet werden kann. Dass das nicht so ist, dass das tatsächlich eine biblische Lehre ist, ein biblischer Glaube, das haben wir in unserem letzten Thema schon zum Teil nachgewiesen. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass das Thema davor, das Thema Nummer 13 also, über diese Frage des Monotheismus schon wichtige Hintergrundinformationen gegeben hat, wo wir schon wichtige Bibelstellen gezeigt haben, die absolut in Richtung Gottheit, ewige Gottheit Jesu genügend Beweise gebracht haben und aussagekräftig waren. Ich möchte heute mich vor allen Dingen zunächst einmal auf das Neue Testament beschränken. Wir wollen uns die Frage stellen, was haben denn die Aposteln geglaubt? Haben die Apostel an eine ewige Gottheit Jesu geglaubt oder an einen Beginn seines göttlichen Wesens und Wirkens? Denn viele Christen haben kein Problem, Jesus trotzdem als göttliches Wesen zu beschreiben, aber nicht so allmächtig und nicht so ewig wie sein Vater. Und das wollen wir in Frage stellen, wie das im Neuen Testament war. Ihr erinnert euch, einige Aussagen wollen wir nur kurz wiederholen. Wir haben eine der wichtigsten Aussagen, die im Neuen Testament unter anderem im Johannesevangelium im ersten Kapitel, Vers 1, wo da vom Wort die Rede ist. Am Anfang war das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort, durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden und das bezieht sich eindeutig auf Jesus. Nun gibt es aber gerade schon in diesem Text, das ist bekannt unter zum Beispiel der Gemeinschaft der Zeugen Jehovas, wenn Sie diesen Text zitieren, in der Neuen Weltübersetzung heißt dieser Text nicht und das Wort war Gott, sondern das Wort war göttlich. Also damit will man schon zum Ausdruck bringen, dass Jesus nicht wirklich Gott war, sondern göttlich, ein göttliches Wesen. Aber das muss nicht unbedingt bedeuten, der allmächtige Gott oder der ewige Gott, wie es dort von den Gläubigen in dieser Gemeinschaft geglaubt wird. Ich denke, dass Johannes genügend andere Aussagen macht in seinem Evangelium, die es nicht erlauben zu glauben, dass Jesus nicht ganz wirklich Gott gleich war. Jesus selbst kommt im Johannesevangelium gerade in diesem Evangelium besonders zu Wort
Und dort haben wir diese Stelle, die wir auch das letzte Mal gelesen haben, in Johannes Kapitel 10, wo Jesus als der gute Hirte sich vorstellt, der seine Schafe kennt und sich seine Schafe nicht von seiner Hand reißen lassen möchte. Und da sagt er, der Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Wo er einerseits sagt, der Vater ist größer und auf der anderen Seite sagt er doch, ich und der Vater sind eins. Und gleich ein paar Kapitel weiter, wo Philippus Jesus die Frage stellt, Herr, zeige uns den Vater, so ist es uns genug. Philippus wollte von Jesus, dass er ihn den Vater zeigt, nicht? Weil er von seinem Vater gesprochen hat im Himmel, zu dem er wieder zurückkehren möchte, von dem er gekommen ist. Und da stellt Philippus dann die Frage, zeige uns diesen Vater. Und Jesus gibt diese bekannte Antwort, solange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Eine solche Aussage konnte Jesus nur machen, wenn er sich wieder Gott gleich gesehen hat. Wie kann er behaupten, wenn du mich siehst, dann siehst du den Vater? Damit wollte Jesus nicht sagen, ich bin ja der Vater, wie es ja auch viele Christen glauben, dass er Jesus selber der Herrgott war, nicht? Und so quasi nur als Mensch war er eben Jesus da, aber sonst ist er eigentlich der Vater im Himmel. Das ist auch eine Verwirrung, ist auch eine verkehrte Vorstellung, die sich im Christentum eingeschlichen hat. Jesus wollte damit nicht sagen, ich bin ja der Vater, sondern ich und der Vater sind eins. Das heißt, wir sind uns einig in unserem Wesen, wir sind uns einig in unseren Gedanken natürlich und in unseren Zielen, aber nicht in der Person, nicht ein und dieselbe Person, wohl aber vom Wesen her, der Anspruch, dass er sich hier Gott gleichgestellt hat. Und wir haben ja das letzte Mal auch in Johannes 14 und 15 besonders diese Stellen gelesen, wo sich Jesus auf dieselbe Autorität mit seinem Vater stellt, wo er den Gehorsam verlangt, seinen Geboten gegenüber, wo er erwartet, dass die Menschen ihn lieben von ganzem Herzen, wie sie auch Gott lieben, und dann eben an ihn glauben und seine Gebote halten, und davon würde ewiges Leben abhängig sein. Das kann nur jemand tun, diesen Anspruch kann nur jemand erheben, der sich absolut Gott gleichstellt. Ja, das haben wir auch dargestellt. Darüber hinaus könnte man natürlich auch die Sprache der Bergpredigt etwas näher ansehen, wo Jesus immer wieder auf die 10 Gebote zu sprechen kommt und wo er besonders im Zusammenhang mit den Geboten einen göttlichen Anspruch erhebt, indem er sagt, ich aber sage euch, zu den Ältesten, zu den Alten ist gesagt worden, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst deine Feinde lieben oder die Feinde hassen, die Freunde lieben, nicht so. Und dann sagt Jesus, ich aber sage euch, das heißt, im Alten Testament hat Gott Gebote gegeben und im Neuen Testament erlaubt sich Jesus, diese Gebote auf seine Art und Weise zu verdeutlichen. Er hat damit die Gebote nicht verändert, denn das war ja verboten. Im Alten Testament wollte Gott nicht, dass seine Gebote verändert werden, die am Sinai gegeben worden sind, sondern dass sie für alle Zeit gültig sind, die Gebote, die eben für die Ewigkeit gegeben worden sind, zum Unterschied derer, die eben zeitlich vorübergehend gegeben worden sind. Und Jesus hat sich aber, man könnte, wenn er nicht Gott gewesen wäre, wäre das eine Anmaßung gewesen, wenn er sagt, ich aber sage euch, ja, so und so ist das zu verstehen. Damit hat sich auch Jesus da auf diese selbe Ebene mit dem Vater in der Autorität, im Umgang mit den Geboten Gottes gestellt. Dann haben wir auch die Stellen gelesen in Kolosser 2, Vers 9, wo von Jesus gesagt wird, was die Apostel darüber von der Gottheit Jesu gesagt haben. Paulus war ganz klar und wenn er sagte, in ihm sind verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Oder in ihm ist die Fülle der Gottheit leibhaftig. Die Texte haben wir das letzte Mal gelesen. Dazu kommt noch eine Stelle oder mehrere Stellen, die ich heute noch aufzeigen möchte. In Römer Kapitel 9 haben wir eine ganz, ganz wichtige Stelle, wo der Paulus hier ebenfalls sehr klar macht, was er von Jesus verstanden hat.
Da steht hier in Römer Kapitel 9, Vers 5, welcher auch sind die Väter und aus welchem Christus herkommt, da geht es um die Juden, nicht? Aus diesem Stamm der Juden kommt Jesus nach dem Fleisch, also die fleischliche Abstammung kommt von den Juden. Die göttliche Abstammung, die kommt von nirgends her, denn Paulus sagt hier, der da ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Das ist eine sehr deutliche Stelle, wie ich denke, klarer kann man es eigentlich nicht mehr sagen, richtig, dass wenn Paulus hier sagt, Jesus ist Gott über alles, gelobt in Ewigkeit. Das bedeutet, schon von Ewigkeit her wurde Jesus gelobt und gepriesen. Seit es Engel gab und im Himmel und Geschöpfe gab, wurde sowohl der Vater als auch der Sohn gepriesen und verehrt und angebetet. Und das werden wir dann auch später noch in der Offenbarung sehen, werden wir uns noch einige Texte in Erinnerung rufen dort, wo das ebenfalls zum Ausdruck gebracht wird. Eine sehr interessante Stelle und auch eine sehr klare Stelle, die auch der Apostel Johannes macht. Und Johannes war ja gerade der die Gottheit Jesu schon in seinem Evangelium sehr deutlich gezeigt hat. Und zwar in 1. Johannes Kapitel 5 hat er auch in seinem Brief, den er viel später geschrieben hat, ja, manche sind ja der Meinung, der 1. Johannesbrief hat ja Johannes erst nach der Offenbarung geschrieben, und wir werden ja dann sehen, dass gerade in der Offenbarung noch ganz deutliche Aussagen über die Gottheit, über die ewige Gottheit Jesu gemacht worden sind. Und der Johannesbrief, wie gesagt, manche sind der Meinung, er wurde sogar nach der Offenbarung geschrieben. Jedenfalls würde dem, was er hier schreibt, nicht widersprechen, was er dann auch in der Offenbarung von Gott gesehen hat. Da steht hier in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20, am Schluss dieses Kapitels, was er von Jesus sagt. Er sagt, wir wissen, dass wir von, Vers 19 und 20, ja, wir wissen, dass wir von Gott sind und die ganze Welt liegt im Argen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und hat uns einen Sinn dafür gegeben, dass wir erkennen den Wahrhaftigen. Das heißt, hier ist von Sohn Gottes die Rede, der gekommen ist, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wer ist jetzt dieser Wahrhaftige? Und dann sagt er hier, und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Das heißt, wenn wir in Jesus Christus sind, dann sind wir gleichzeitig auch in dem wahrhaftigen Gott. Und dann sagt er hier von sich in seinem Sohn Jesus Christus, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also auch hier eine ganz klare Aussage. Johannes scheute sich hier also nicht, von Jesus genauso als den wahrhaftigen Gott zu sprechen, wie er das dann auch vom Vater gesagt hat und wie er auch überzeugt war, dass auch der Vater wahrhaftiger Gott ist und das ewige Leben, Jesus Christus. Das heißt, Jesus Christus hat genauso ewiges Leben in sich, wie der Vater ewiges Leben hat. Von Anfang an existent. Eine weitere starke Aussage oder einige Aussagen, die finden wir auch im Hebräerbrief. Der Brief an die Hebräer ist ja ein besonderer Brief, der einleitend die Gottheit Jesu ganz klar darstellen möchte und wo hier auch besonders der Schreiber des Hebräerbriefes sich bemüht, Jesus höher zu stellen als die Engel. Und wenn man weiß, was es in der Kirche, in der frühen Kirchengeschichte schon im ersten Jahrhundert für Diskussionen gab über die Gottheit Jesu, dann werden wir diese Aussage im Hebräerbrief hier noch besser verstehen. Ich werde dann darauf hinweisen, es gab auch in der frühen Kirchengeschichte schon ganz deutlich Leute, die der Überzeugung waren, Jesus sei ein Engelwesen, ja, das von Gott geschaffen wurde. Und diese Meinung hat sich auch später in der Kirchengeschichte sehr breit gemacht, und heute glauben viele, dass Jesus nicht unbedingt ein Engelwesen ist, ganz gleich wie alle anderen, aber doch, dass Gott, bevor er die Engel geschaffen hat, Jesus geschaffen hat
Also immerhin ein geschaffenes Wesen, ein Geschöpf Gottes, das man aus Jesus gemacht hat. Und gerade der Hebräerbrief, und es dürfte durchaus schon ein Hinweis darauf sein, dass es diese Diskussion damals schon gab, der geht jetzt darauf ein, zu zeigen, dass Jesus höher ist als der Engel und dass er nicht auf die Stufe eines Engels gestellt werden kann. Lesen wir ab Vers 3, da heißt es, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von unseren Sünden und hat sich gesetzt zu der Rechten der Majestät in der Höhe. Hier wird ganz deutlich davon gesprochen, dass Jesus das völlige Ebenbild seines Vaters ist. Das Ebenbild seines Wesens hat er in sich. Das ist ein ähnlicher Gedanke, wie Paulus sagt, die ganze Fülle der Gottheit wohnt in ihm. Und gleichzeitig wird hier gesagt, dass sich Jesus hier zur Rechten der Majestät Gottes gesetzt hat, nachdem er Mensch geworden ist und wieder zurück in den Himmel gekommen ist, wurde er zur Rechten Gottes erhoben. Die Frage stellt sich natürlich, wo war er vorher? Und wenn wir von der Ewigkeit Jesu sprechen, die durch diese Texte, die wir schon gelesen haben, eindeutig begründet ist, dann muss wohl Jesus auch schon vorher auf dem Thron des Vaters gesessen haben und dass es nach seiner Menschwerdung zu einer Reintronisierung kam, wo er wieder dorthin kam, wo er war. Das werden wir auch gleich in einem anderen Text noch finden. Hier zunächst einmal wird auch im Vers 4 zum Ausdruck gebracht, der Unterschied zu den Engeln. Und da heißt es, und ist so viel höher geworden als die Engel, so viel erhabener der Name, den er vor ihnen ererbt hat. Das heißt, hier ist von einem Namen die Rede, den Jesus vor den Engeln schon gehabt hat oder ererbt hat. Das hat hier auch mit dieser Menschwerdung zu tun. Als Jesus Mensch geworden ist, hat er einen Namen getragen, wie ihn viele Juden damals getragen haben, nämlich Jesus. Es gibt auch heute viele Juden, die Jesus heißen, aber keiner hat wirklich die Bedeutung dieses Namens in sich, die dieser Name grundsätzlich enthält. Jesus bedeutet eigentlich Jehova ist Erlöser, ja, Jehoshua. Und das ist eine Zusammensetzung von zwei hebräischen Begriffen, die im Grunde genommen das zum Ausdruck bringen, was Jesus wirklich war, nämlich Erlöser der Menschen. Und der Unterschied zu den Engeln wird auch ab Vers 5 gemacht, der dort heißt es, denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und abermals, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Es bezieht sich natürlich nicht auf die Menschwerdung, auf eine ursprüngliche Erschaffung Jesu, sondern das bezieht sich hier sehr wohl auf die Menschwerdung. Das möchte bedeuten, Gott hat zu keinem Engel gesagt, der vielleicht auch Mensch geworden sei, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das heißt, damit will der Hebräerbriefschreiber zeigen, dass diese Aussage sich allein auf Jesus bezieht, ja? Dass nur Jesus der Sohn Gottes genannt werden kann. Und da ist vielleicht das Missverständliche, das viele daraus ableiten, ja eben, er ist eben der Sohn. Aber wenn wir gleich weiterlesen, dann werden wir merken, er ist zwar Gottes Sohn, wird er genannt, aber hinter diesem Begriff Gottes Sohn steckt mehr. Denn es heißt hier weiter dann, und wiederum im Vers 6, da er den Erstgeborenen in die Welt einführt, spricht er, und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Wenn Jesus ein Geschöpf wäre oder auf irgendwie vom Vater erst ins Leben gerufen worden wäre, dürfte er nie angebetet werden, sondern er müsste eher selber auch den Vater anbeten, dem nämlich, der ihm das Leben gegeben hat. Denn kein Geschöpf kann angebetet werden und jeder, der angebetet wird, muss laut Bibel ein göttliches Wesen sein. Dann geht es weiter. Von den Engeln heißt es im Vers 7, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Aber von dem Sohn
sagt der Vater, also sagt Gott, Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit und das Zepter der Gerechtigkeit ist deines Reiches Zepter. Da ist von seinem Reich die Rede, vom Reich des Sohnes, von seinem Thron, der von Ewigkeit währt. Das sagt der Vater hier von seinem Sohn. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich, o Gott, gesalbt dein Gott mit dem Öl der Freude wie keinen anderen neben dir. Du Herr hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Und das sind eindeutige Aussagen, die im Alten Testament im Zusammenhang mit Jahwe, mit Elohim stehen. Und jetzt ist hier eine Argumentation, wo der Hebräerbriefschreiber, der immerhin auf göttliche Inspiration zurückgreifen konnte, Jesus in Verbindung bringt mit dem Herrn, mit diesem Elohim, mit diesem Jahwe Elohim, der von Anfang an die Erde gegründet hat. Also ganz deutliche Aussagen, dass man niemals auf die Idee kommen kann, zu sagen, das wäre eine Idee der Kirchengeschichte der späteren 4., 5. Jahrhundert, dass man angefangen hat, Jesus als ewigen Gott und allmächtigen Gott zu verstehen. Dass es eine Irrlehre sei. Hier ist die Bibel ganz klar und zeigt, was die Apostel von Jesus wirklich geglaubt haben. Eine weitere Stelle, wo der Apostel Paulus auch sehr klar macht, dass Jesus ursprünglich von Ewigkeit her Gott war, absolut in göttlicher Form, in göttlicher Gestalt war, das ist in Philipper Kapitel 2. Philipper 2, da werden wir aufgefordert, gesinnt zu sein, wie Jesus Christus auch war, im Vers 5. Wie war er? Welcher, ob er wohl in göttlicher Gestalt war, das heißt in göttlicher Form, in göttlichen Wesen, ja, ist er gewesen, nahm er es nicht als einen Raub, Gott gleich zu sein. Für Jesus war das kein Raub, kein Verbrechen zu glauben, dass er Gott gleich ist und dass er diese Gottgleichheit dann preisgegeben hat und bereit war, Mensch zu werden. Also diese Aussage, dass er es nicht als einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, bedeutet, dass das für Jesus ein absolutes Recht war und das war seine Position, Gott gleich zu sein, aber er wurde Mensch. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen allen derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr sei zur Ehre Gottes des Vaters. Also das ist hier eine ganz starke Aussage. Alle Knie sollen sich im Himmel und auf Erden beugen, ja, vor Jesus. Das könnte nie der Fall gewesen oder das könnte nie der Fall sein, das könnte auch nie geschehen in alle Ewigkeit nicht, wenn Jesus nicht der wahre Gott gewesen wäre. Der konnte nicht durch die Menschwerdung erst zu einem göttlichen Wesen erhoben worden sein. Das ist zwar ein Gedanke, der in der Kirchengeschichte geglaubt worden ist. Das ist auch in diesem ganzen Trinitätsstreit im 4., 5. Jahrhundert hat es diese Ideen schon gegeben, dass Leute geglaubt haben, dass Jesus zwar als ganz normaler Mensch geboren wurde, dass diese jungfräuliche Geburt, dass man das nicht so wörtlich nehmen sollte und dass Jesus erst dann ab seiner Taufe zum Gottessohn erhoben worden ist, adoptiert worden ist. Da gab es diese sogenannte Adoptionstheorie, die viele Christen geglaubt haben und verteidigt haben, aber das war nicht mehr auf der biblischen Basis, nicht? Wenn wir alle Texte der Neuen Testament und auch im Alten Testament betrachten, dann kann man nie auf die Idee kommen, dass Jesus erst durch die Menschwerdung oder nach der Menschwerdung, weil er hier ein sündloses Leben geführt hat, dann erst zu Gott erhoben worden ist und in alle Ewigkeit von der himmlischen Welt und von und den erlösten Menschen als Gott in alle Ewigkeit verehrt wird. Sondern hier wird deutlich gemacht, alle Zungen sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr sei. Warum wird das jetzt hier so besonders betont, dass hier im Himmel und in alle Ewigkeit bekannt werden soll, dass er der Herr sei? Dieser Begriff Herr bedeutet hier, dass er der Kyrios sei.
Und ich habe das letzte Mal schon aufmerksam gemacht, das ist eine Übersetzung des Wortes Kyrios, meint dann an sich einfach Herr, das ist auch in der griechischen Sprache so. Aber wenn dieser Begriff auf Gott angewendet wird, Gott der Herr, dann bedeutet das, dann ist das ein göttliches Wesen. Und wenn von Jesus hier gesagt wird, dass die alle Zungen bekennen sollen, dass er der Herr sei, dann bedeutet, dass er laut alttestamentlichem Verständnis auch Jahwe sah. Denn dieser Begriff Jahwe wurde dann im Neuen Testament mit Herr übersetzt. Und ich möchte euch heute in diesem Zusammenhang auf eine ganz interessante Stelle aufmerksam machen. Und zwar auf eine Stelle, die von den Zeugen Jehovas auch sehr gerne verwendet werden in ihrer Argumentation, warum sie sich Zeugen Jehovas nennen. Das hat auch unter anderem mit einem Text zu tun, den wir hier in Joel Kapitel 3, Vers 5 haben, im Alten Testament. Eine Stelle. Joel 3, Vers 5. Und da heißt es hier, und es soll geschehen, wer des Herrn Namen anrufen wird, der soll errettet werden. Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird der Rettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den Entronnenen, die der Herr berufen wird. Hier haben wir dreimal das Wort Jahwe stehen im Grundtext. Und zwar das erste Mal, wo es heißt, wer den Namen Jahwes, und da heißt es in der alten Elberfelder Bibel und auch bei den Zeugen Jehovas in der Neuen Weltübersetzung, steht hier, wer den Namen Jehovas anrufen wird, der wird errettet. Und das ist ein Grund, warum Zeugen Jehovas zum Beispiel so einen großen Wert darauf legen, dass man hier Gott mit dem Namen Jehova bezeichnet. Und auch wenn man zu ihm betet, dürfe man nicht nur einfach sagen, unser Vater in dem Himmel, so wie Jesus es gelehrt hat zu beten, sondern das sei zu wenig. Man müsse den Namen Jehovas aussprechen. Denn man nimmt hier diese Aussage total wörtlich, wenn man jetzt in einem Gebet nicht zu Jehova betet und den Namen Jehovas nicht ausspricht, dann heißt das für diese Gläubigen in dieser Glaubensgemeinschaft, dass diese Gebete nicht wirklich erhört werden und dass der Mensch dann nicht gerettet werden kann. Wobei hier, ich habe immer wieder, wenn ich mit diesem Argument konfrontiert war, habe ich die Leute natürlich gefragt, aber schauen Sie, ist es so wichtig, dass man jetzt den Namen nennt? Denn wenn wir in der Bibel schauen, dann werden wir ja drauf kommen, Gott hatte nicht nur einen Namen, er heißt ja nicht nur Yahweh, er heißt ja auch Elohim, er heißt Eloe, er heißt Zebaoth, er heißt El Shaddai und El Adonai. Also es gibt viele Namen, die Gott trägt. Warum sollen wir gerade Jehova so betonen? Ja, dann wird oft gesagt, ja, weil das der Name ist, in dem sich Gott selbst dem Mose dort am Dornenbusch offenbart hat und dass das eigentlich sein richtiger Name ist, um damit auch diesen israelitischen Gott von den anderen Göttern, die damals existiert haben, zu unterscheiden. Aber das ist ein Argument, das biblisch nicht haltbar ist. Ich stelle dann immer meistens die Frage, wissen Sie, habe ich da immer wieder diese Aussage gemacht, vielleicht ist es wichtiger, dass wir wissen, was Jahwe bedeutet, als das, ob wir das richtig aussprechen. Denn im Grunde genommen wissen wir, dass dieser Name sehr unterschiedlich ausgesprochen wird. Jahwe, Jehova oder die Juden sprechen diesen Namen überhaupt nicht aus, weil überall dort, wo der Name Jahwe in der Bibel vorkommt, oder dieses Tetragrammaton, diese vier Buchstaben, nicht? JHWH, und da fehlen ja die Konsonanten, also da fehlen die Vokale zwischen diesen Konsonanten, so dass man eigentlich nicht richtig weiß, wie dieser Name wirklich ausgesprochen wird. Juden, wenn sie auf diesen Namen kommen, sagen nie Jahwe oder Jehova, sondern sie lesen diesen Begriff, dieses Tetragrammaton mit einem anderen Gottesnamen, nämlich Adonai. Ja? Ich habe das selbst auf der Schule durch einen Hebräisch-Professor so gelehrt bekommen, der selbst ein Jude war, Dr. Jacques Ducamp. In Collonges war mein Lehrer, heute unterrichtet an der Andrews-Universität.
Und wenn wir da hebräische Lektüre gemacht haben, die Bibel gelesen haben, in laut vorgelesen, dann kam es oft vor, dass wir diese vier Buchstaben mit Jahwe gelesen haben, aber das war dann falsch. Es ist uns als falsch ausgelegt worden, weil die Juden diesen Begriff Jahwe nicht aussprechen, sondern sie umschreiben ihn mit einem anderen Namen, nämlich Adonai, weil ihnen Jahwe, dieser Name, eigentlich zu heilig ist. Ja? Das ist bis heute so geblieben. Er hat eine eigene Geschichte, warum es so gekommen ist, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte oder kann in diesem Thema. Jedenfalls zurück zu diesem Thema. Wer den Namen Jahwes anrufen wird, das steht hier. Jetzt haben wir diese Stelle, genau diese Stelle, in Römer Kapitel 10 zitiert vom Apostel Paulus. Der Apostel Paulus in Römer Kapitel 10, Vers 13, bringt in einem gewissen Zusammenhang hier dieses Zitat aus Joel 3,5. Da steht hier genauso: Denn wer den Namen des Herrn wird anrufen, soll gerettet werden. Wenn wir aber den Zusammenhang hier lesen, dann ist das ein Argument, das im Zusammenhang mit Jesus gebracht wird. Wenn wir nämlich dort von Vers 9 beginnen, dort baut sich dieser Gedanke auf von Paulus. Wenn er sagt, denn so du mit deinem Munde bekennst, Jesus, dass er der Herr sei, das würde jetzt bedeuten, dass er Jehova oder Jahwe sei, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Diesen Jahwe, der Mensch geworden ist und gestorben ist, wurde von Gott, seinem Vater, auferweckt, das sagt uns die Bibel ganz deutlich, ja. Und wenn wir jetzt aber Jesus als diesen Herrn anerkennen, diesen Jahwe, dann werden wir gerettet. Denn im Vers 10, denn wenn man vom Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Denn die Schrift spricht, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und wieder haben wir hier ein Zitat aus dem Alten Testament, Jesaja 28, 16. Und wenn wir dort den Zusammenhang lesen, dann werden wir drauf kommen, da geht es nur um Yahweh Elohim, um Adonai. Also da geht es immer um den Gott Israels, ja, der hier angesprochen wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und diese Stelle, die im Alten Testament hier auf den Gott Israels angewendet wird, hat Paulus als Israelit, als bekehrter Israelit, kein Problem, diese Stelle auch auf Jesus zu übertragen und ihn als Jahwe und als Elohim zu bezeichnen. Im Vers 12: Es ist hier kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Es ist über sie allzumal der eine Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Denn wer den Namen des Herrn wird anrufen, soll gerettet werden. Jetzt könnte man hier genauso lesen, Paulus hätte hier genauso schreiben können, denn wer den Namen Jesu wird anrufen, der wird gerettet werden. Und das ist eigentlich übereinstimmend mit all dem, was Jesus von sich selbst gesagt hat. Er hatte ganz deutlich gesagt, wer an mich glaubt, der wird nicht sterben, auch wenn er gestorben ist, dann wird er auferweckt werden. Ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Die Toten werden seine Stimme hören und werden hervorgehen, die da Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens und die anderen zur Auferstehung des Gerichts. Das heißt, Jesus wird hier auch als der Herr des Lebens beschrieben, der angerufen werden soll, damit er gerettet werden kann an dem Tag, wenn er wiederkommen wird, mit großer Kraft und Herrlichkeit in seiner göttlichen Mission, in seiner göttlichen Herrschaft. Also auch hier eine ganz deutliche Stelle, wo der Apostel Paulus diesen Namen Jahwe aus dem Alten Testament direkt auf Jesus bezieht. Das würde bedeuten, und zu diesem Schluss kommen wir hier, dass also Jahwe eine Bezeichnung für Gott ist, die sowohl den Vater als auch den Sohn beschreibt. Und deshalb ist es wichtig, es geht hier nicht um einen Eigennamen, so wie es bei uns heute ist, nicht? Jeder hat heute irgendeinen einen Namen, ob Franz oder Johann oder Josef genannt wird, da werden bestimmte Personen damit bezeichnet. Aber Jahwe ist nicht in dem Sinn ein Name, sondern Jahwe beinhaltet eine Botschaft. Jahwe bedeutet,
Der Ewige, der Immerwährende, der Seiende. So hat sich Gott selber dem Mose vorgestellt. Ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Da ist der Gedanke der Ewigkeit drinnen. Das heißt, wenn also Paulus diesen Begriff Jahwe auf Jesus überträgt, dann will er damit sagen, Jesus ist der ewige Gott. So wie der Vater ewig, so auch der Sohn ewig. Ja? Das ist hier, und das ist auch der Gedanke, den wir das letzte Mal auch schon in Offenbarung Kapitel 1 gefunden haben, wo er auch aus dem Alten Testament, wo sich Jahwe im Alten Testament als der Erste und der Letzte darstellt, in Jesaja 44 haben wir diese Stelle gelesen, und Jesus in der Offenbarung dem Johannes erscheint und dort sich als der Erste und der Letzte sich dem Johannes offenbart, in Offenbarung 1, Vers 17. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende, der Ewige. Also, und er hat die Schlüssel, nicht, der Hölle und des Todes. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und hier ist vielleicht wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass wir uns bewusst sein sollten, dass bevor die Offenbarung geschrieben worden ist, hat es unter den Christen schon große Probleme gegeben über die Gottheit Jesu. Ich werde dann gleich noch darauf zu sprechen kommen, wo wir da Stellen finden können, aus denen erkennbar ist, dass bevor die Offenbarung gegeben worden ist, diese Frage um die Gottheit Jesu schon sehr stark im Judentum und auch im frühen Christentum da war. Und deshalb, weil schon vor der Offenbarung viele Leute nicht mehr so richtig an die Gottheit Jesu geglaubt haben, hat Gott erst recht durch die Offenbarung dieses Thema und diesen Glauben, den schon die Apostel hatten, 50 oder 40, 50 Jahre später noch einmal intensiv dargestellt und durch Visionen, die der Johannes bekommen hat, von der Gottheit Jesu, von der himmlischen Anbetung erst richtig noch einmal bestätigt. In diesem Sinne sah Johannes also ganz deutlich Jesus im Zentrum der himmlischen Anbetung. Und im Zentrum der himmlischen Anbetung kann natürlich nicht ein Geschöpf sein, das selber einen Schöpfer gebraucht hat oder einen Lebensgeber gehabt hat, sondern da kann nur jemand im Zentrum der Anbetung stehen, der auch selbst das Leben ist, selbst Schöpfer Himmels und der Erde war. Und hier ist vom Lamm die Rede in Offenbarung Kapitel 5, Vers 12. Da heißt es, und sie sprachen mit großer Stimme, da ist von Engeln und den Gestalten und den Ältesten die Rede, das Lamm, das erwürgt ist, ist würdig zu nehmen, Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Preis und Lob. Und alle Kreatur, die im Himmel ist und auf Erden und unter der Erde und im Meer und alles, was darinnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, sei Lob und Ehre und Preis und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier Gestalten sprachen Amen und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Wen beteten sie hier an? Den, der auf dem Thron sitzt und das Lamm. Dem gegenüber richtet sich das. Kann man hier nicht einen Unterschied machen, ob hier das Lamm angebetet wird oder der Vater, der an seiner Seite am Thron sitzt. Die gleiche Kraft, die Ehre, die Weisheit, Lob und Preis, die hier zum Ausdruck gebracht wird, wird sowohl dem Vater als auch dem Sohn dargebracht. Denn der Sohn sitzt dort am Himmel genauso auf dem Thron. Das sehen wir in Johannes Kapitel, in Offenbarung Kapitel 7, gleich im nächsten Kapitel. Kapitel 7, Vers 17, da wird uns sogar beschrieben, denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den lebendigen Wasserbrunnen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das Lamm sitzt auf dem Thron des Vaters, nicht? Das ist hier ganz deutlich. Und dort auf dem Thron wird auch hier in Kapitel 7, Vers 10 die Anbetung dargestellt, der Erlösten und auch der himmlischen Welt. Da heißt es hier, die riefen mit großer Stimme und sprachen, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Das heißt, in der Offenbarung haben wir immer wieder Gott und das Lamm. Die werden angebetet. Auch hier, wenn Jesus wiederkommt, ja, in Kapitel 6,
Da steht hier, die Menschen werden rufen zu den Bergen und zu den Felsen und Hügeln. Kapitel 6, Vers 16, und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallet über uns und verberget uns vor dem Angesicht des Des, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns, und wer kann bestehen? Hier wird der Zorn Gottes und der Zorn des Lammes auf die gleiche Stufe gestellt. Da haben wir auch den Gedanken dahinter, dass hier sowohl der Vater als auch der Sohn zornig sein können. Und das ist hier Gerichtssprache. Und da sind wir gleich bei einem weiteren Argument, dass Gott hier im Alten, im Neuen Testament, auch in der Offenbarung, auch nicht nur als der Schöpfer oder als der Löser angebetet wird und auch bei Jesus so der Fall ist, sondern dass Gott hier auch als Richter angebetet wird. Und wie weit sich hier die richterliche Aufgabe auch auf Jesus bezieht, das wollen wir uns jetzt da im Zusammenhang mit Offenbarung 15, Vers 3 und 4 ansehen. Offenbarung Kapitel 15, Vers 3 und 4. Da geht es hier um das Lied des Moses am gläsernen Meer, das die Erlösten einmal singen werden. Und da steht hier, und sangen das Lied des Knechtes Gottes und das Lied des Moses, des Knechtes Gottes, und das Lied des Lammes und sprachen, groß und wundersam sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Hier wird der König der Völker angebetet als der allmächtige Gott, der gerecht und wahrhaftig ist in allen seinen Wegen. Wer sollte dich nicht fürchten, Herr, und deinen Namen preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine gerechten Gerichte sind offenbar geworden. Jetzt stellt sich nur die Frage, wer ist hier letztendlich in der Bibel als der, dessen Gerichte gerecht sind? Wer wird als Richter in der Bibel dargestellt? Auch im Kapitel 16, Vers 7. Und ich hörte den Altar sagen, ja Herr, allmächtiger Gott, deine Gerichte sind wahrhaftig und gerecht. Hier sind eindeutig die Aussagen des Richtens oder des Gottesgerichtes mit einem Gott in Verbindung gebracht, der als allmächtiger Gott beschrieben wird. Das heißt, der Richter muss und kann nur der allmächtige Gott sein. Wenn wir jetzt aber in Johannes Evangelium Kapitel 5 aufschlagen, dann hat Jesus, als er hier auf Erden war, ganz deutlich gemacht, wer der Richter der Welt sein wird, wem das Gericht gegeben ist. Und zwar in Johannes Kapitel 5, Vers 22, da sagt Jesus ganz klar, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn gegeben. Wenn also dort in der Offenbarung vom Gericht die Rede ist und die Völker bei Gott preisen werden, dass seine Gerichte gerecht und wahrhaftig sind, und Jesus sagt hier, dass der Vater niemanden richten wird, sondern er hat alles Gericht seinem Sohn übergeben, dann muss hier klar sein, dass Jesus eben auch hier als Richter dasteht und in dem Sinn auch als allmächtiger Gott bezeichnet werden kann. Und er sagt das hier mit der Begründung, warum er als Richter eingesetzt wird, damit sie alle den Sohn ehren. Das heißt hier wieder göttlichen Anspruch, dass alle Menschen und alle Himmelswesen einmal den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Das zeigt also Jesus ganz deutlich, dass zwischen der Ehrerbietung, die seinem Vater entgegengebracht wird und die ihm letztendlich entgegengebracht werden würde, dass es die gleiche ist. Sie gleich wie dem Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Und es ist sehr bemerkenswert, wenn man mit Zeugen Jehovas zum Beispiel spricht, dann sagen sie, ja, ehren dürfen wir Gott schon und dürfen wir Jesus schon, aber anbeten dürfen wir nicht. Ich denke, aus diesen Zusammenhängen heraus ist es müßig, darüber zu reden, ob Gott Ehre gebührt, aber Jesus auch Ehre gebührt und ob Jesus Anbetung gebührt, aber Jesus keine Anbetung gebührt. Das lässt sich biblisch nicht nachvollziehen, auch anhand dieser Stellen, die wir dort in der Offenbarung gelesen haben. Ja?
Jetzt vielleicht noch einmal ein Bezug zum Alten Testament im Zusammenhang mit dem Richter. Jesus stellt sich hier, was wir gesehen haben in Johannes 5,22, eindeutig als der dar, der einmal die Welt richten würde. Dieser Jesus ist aber schon im Alten Testament offensichtlich da und dort als Engel des Herrn erschienen, wie wir das letzte Mal schon gesehen haben, und ich werde auch noch ein paar Stellen jetzt dann gleich noch zeigen, Stellen, die ja für die Juden ein Problem sein müssten. Und zwar, als Jesus dem Abraham erschien, und im Johannesevangelium hat ja Jesus darauf aufmerksam gemacht, nicht, dass als es darum ging, dass Jesus hier von Abraham sprach und er sagte, dass er Abraham gesehen hätte, haben ihm die Juden die Frage gestellt, du bist nicht einmal 50 Jahre und wirst von Abraham gesehen haben. Und dann sagt Jesus dieses bekannte Wort, ehe Abraham ward, ward ich. Ja, also, oder bin ich, so hat er das gesagt. Ja. Das bedeutet, dass Jesus damit klar zum Ausdruck gebracht hat, dass ihn Abraham gesehen hat. Ja. Und dass er sich gefreut hat über diesen Tag, wo er ihm begegnet ist. Und da bezog sich Jesus offensichtlich auf 1. Mose Kapitel 18, wo dort es heißt im Vers 1, und der Herr schien ihm in Hai Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war und da drei Männer da plötzlich herkamen. Zwei davon haben sich dann herausgestellt, es waren Engel, und der eine war der Herr, der war Jahwe. Und dann heißt es hier, als Abraham mit Jahwe, in dem Fall kann das nur Jesus gewesen sein, denn der Vater ist nirgends einem Menschen erschienen im Alten Testament. Wenn jemand erschienen ist, dann war es immer Jesus. Ja? Und hier im Vers 22, im Kapitel 18 im ersten Buch Mose, da lesen wir, und die Männer wandten ihr Angesicht gegen und gingen nach Sodom, also die zwei Begleiter, die da Jesus begleitet haben, das waren zwei Engel, die nach Sodom gegangen sind. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn, blieb stehen vor Jahwe, heißt es hier. Und trat zu ihm und sprach, willst du denn den Gerechten und mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben, um 50 Gerechter willen, die darin wären? So hat Abraham hier mit Gott gehandelt. Er konnte nicht ertragen, dass Sodom und Gomorra einfach zerstört werden sollte, denn darum ging es in dieser Geschichte. Und jetzt hat Abraham versucht, Fürsprache für diese Menschen einzulegen bei Gott und zu sagen, du, da sind ja sicher einige Gerechte, warum willst du die ganze Stadt vernichten, wenn da auch nur 50 Gerechte drinnen sind? Da sei ferne, sagt Abraham noch weiter zu Jahwe, zu Jesus in dem Fall, da sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit den Gottlosen, so dass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Da sei ferne von dir, sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten. Also auch hier hat sich Jesus schon dem Abraham im Alten Testament als der Richter dargestellt, das heißt, Abraham hat in dieser Gestalt, in diesem Jahwe, in Jesus, der ihm da erschienen ist, eindeutig den Richter aller Welt erkannt. Und das stimmt genau mit dem überein, was wir jetzt in der Offenbarung gelesen haben und was Jesus, als er auf Erden war, 2000 Jahre später, von sich selbst gesagt hat. Ihm sei alles Gericht übergeben worden. Also, das sind vielleicht einmal wichtigste Stellen jetzt noch, die wir zusätzlich zu dem, was wir das letzte Mal schon betont haben, aus diesen alttestamentlichen Stellen auch heraus abgeleitet, aufgezeigt haben jetzt, dass die Apostel nichts davon wussten, dass Jesus nur ein Sohn Gottes war, der jünger wäre als der Vater oder der weniger lang gelebt hat als der Vater und sein Leben von Gott erst bekommen hat. Keine Spur davon. Alle diese Texte, die wir gelesen haben, deuten darauf hin, dass hier unter den Aposteln, unter den ersten Christen, unter den Urchristen, also der Glaube, dass Jesus ewig wahrer und allmächtiger Gott war, gleichgebürtig mit seinem Vater, eindeutig da war. Es kann also auf keinen Fall historisch richtig sein, wenn da Leute behaupten, dass diese Idee von einer ewigen Gottheit Jesu und von einem Jesus, der ein allmächtiger Gott ist,
dass das erst durch die Kirchengeschichte im 4., 5. Jahrhundert, durch die Konzilien so beschlossen worden ist, dass das zum Dogma erhoben worden ist. Diese Stellen, die wir jetzt gelesen haben, sprechen eindeutig dagegen. Deshalb, wenn aber später diese Vorstellung aufgekommen ist, dass Jesus kein Gott ist, ja, dass Jesus nicht von Ewigkeit her ist, das ist eine Erfindung, die von Menschen aufgebracht worden ist. Und dieser Zweifel an der Gottheit Jesu, der ist ja nicht erst von Christen in den Konzilien aufgestellt worden. Sind ja eher in die Richtung gegangen, dass da die Gottheit Jesu hervorgebracht worden ist und zum Teil sehr stark betont worden ist, aber doch mit Nuancen, die doch nicht die ganze Gottheit Jesu so dargestellt haben, wie sie wirklich aus der Bibel hervorgeht. Das werden wir noch sehen. Wir werden heute nicht mehr dazu kommen, diese historischen Aussagen uns anzusehen, die aus den Konzilien kommen. Wir werden das nächste Mal machen. Aber gehen wir jetzt einmal der Frage entgegen, woher kam denn der Zweifel über die Gottheit Jesu, über die vollkommene Gottheit Jesu? Wo ist dieser Zweifel hergekommen? Dann werden wir drauf kommen, dass das auch nicht eine Frage war erst der Konzilien, eines Arius, der an die Gottheit Jesu nicht mehr geglaubt hat, sondern ihn als Geschöpf Gottes beschrieben hat, sondern bevor diese Kirchenväter die Gottheit Jesu angefangen haben zu leugnen, haben ja die Juden selbst die Gottheit Jesu geleugnet. Das heißt, wenn man die Frage stellt, seit wann gibt es diesen Zweifel, dann muss man sagen, seit Jesus in diese Welt gekommen ist und verkündigt worden ist und Jesus sich selbst als Sohn Gottes und auch als Gott gleich dargestellt hat, haben die Juden ja angefangen, diese Aussage zu bezweifeln. Das war ein Hauptproblem der Juden. Das war also keine Erfindung der Christen. Und ich möchte euch aufmerksam machen auf eine Stelle im Markus-Evangelium, wo Jesus wieder bei einer Gelegenheit einen ganz deutlichen göttlichen Anspruch erhoben hat. Und zwar im Zusammenhang mit der Vergebung von Sünden. Und da kommen wir jetzt ebenfalls in einen ganz wichtigen Bereich hinein, der ja auch für Juden ein wichtiger Punkt ist, denn für Juden gibt es eben diese Vorstellung, Sündenvergebung kann nur Gott allein geben. Da haben wieder die Christen das Problem, dass hier eine Lehre aufgekommen ist und eine Tradition aufgekommen ist, wo eben auch Menschen hier auf Erden das Recht haben, im Namen Gottes Sünde zu vergeben. Als Stellvertreter Christi auf Erden, nicht? In der Person der Päpste und auch in den Bischöfen und Priestern und Kardinälen in der Kirche ist eben diese Autorität, die nur Gott oder Jesus Christus auf Erden hatte, auf Menschen übertragen worden. Und das würden auch heute die Juden vehementest ablehnen, weil das auch tatsächlich unbiblisch wäre. Und wenn Jesus nicht wirklich Gott gewesen wäre, dann wäre das, was er hier im Zusammenhang mit Sündenvergebung gesagt hat, eine absolute Gotteslästerung. Und hier Markus Kapitel 2, das ist diese Geschichte von dem Gelähmten, der geheilt worden ist. Da heißt es hier, da nun Jesus ihren Glauben sah, mit dem sie diesen Gelähmten dadurch, dass das Dach in das Haus hinein gehievt haben, in dem Jesus drinnen war und von vielen Leuten umgeben war. Und da sagt Jesus, wie er diesen Gichtbrüchigen sah, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus wusste aber, dass unter diesen Leuten, die da jetzt gekommen waren, in einer großen Menge um dieses Haus sich versammelt haben, offensichtlich, dass da auch Schriftgelehrte und Pharisäer drinnen waren. Und Jesus konnte sich ausrechnen, wenn er jetzt dort in der Gegenwart von jüdischen Schriftgelehrten die Aussage macht, dir sind deine Sünden vergeben, dass er hier ein Problem bekommen wird mit den Juden. Und vielleicht hat er das auch absichtlich gemacht, weil er damit wieder einen Beweis bringen wollte, dass er mit göttlicher Autorität hier handelt.
Und Tatsache war es so, das waren etliche Pharisäer. Im Kapitel Markus 2, Vers 6 lesen wir weiter. Da steht, es waren aber etliche Schriftgelehrten, die saßen all da und dachten in ihrem Herzen, wie redet dieser so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben, denn allein Gott? Da stellt sich jetzt auch für uns die Frage, ist das so? Kann wirklich nur allein Gott Sünden vergeben? Oder dürfen auch Menschen Sünden vergeben? Wenn das allgemein eine biblische Idee wäre, dass auch Menschen auf Erden Sünden vergeben dürfen, dann hätten sich die Juden eigentlich nicht darüber wundern dürfen, wenn Jesus gesagt hat, irgendeinem Menschen, dir sind deine Sünden vergeben. Aber für sie war das eindeutig Gotteslästerung, denn nach ihrer Vorstellung kann allein Gott Sünden vergeben. Ist das wirklich so? Woher wissen wir das, dass nur Gott allein Sünden vergeben kann? Ist das ein alttestamentlicher Gedanke? Der ist bis heute im Judentum ganz stark verankert. Und zwar möchte ich, da könnte man viele Stellen lesen und ihr könnt da eine Stelle nach der anderen lesen, wo in der Bibel immer wieder da zum Ausdruck gebracht wird im Alten Testament, dass Jahwe der ist, der Sünde vergibt und kein anderer. Niemand anderer, der die Möglichkeit hat, dem Menschen wirklich Sünde vergeben. Denn wenn wir uns versündigen, dann versündigen wir uns gegen Gott und auch gegen unsere Mitmenschen. Aber jede Sünde gegen einen Mitmenschen ist auch eine Sünde gegen Gott. Und wenn wir gegen Gott sündigen, weil wir die Gebote Gottes übertreten, dann kann auch Gott nur uns vergeben und kein Mensch. Ja? Weil die Sünde sich ja auch gegen Gott richtet. Im Psalm 103 preist David Gott hier in diesem Psalm. Und er sagt, lobe den Herrn, lobe Jahwe, würde das heißen im Grundtext, lobe den Herrn meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen, dieser heilige Name, das ist Jahwe. Ja? Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. All das, wofür hier Gott gelobt wird, Jahwe im Alten Testament gelobt wird, wird Jesus im Neuen Testament gelobt. Der uns alle unsere Sünden vergibt, der alle unsere Gebrechen heilen kann und sie einmal in der Ewigkeit heilen wird, der unser Leben vom Verderben erlöst hat, indem er für uns auch am Kreuz gestorben ist, indem er den Menschen das Evangelium verkündigt hat, damit er zum Heil kommt und das Heil erlangen kann. Er krönt uns mit Gnade und Barmherzigkeit. Alles Aussagen, die im Neuen Testament absolut auf Jesus übertragen werden, denn er vergibt Sünde, wie wir gesehen haben, auch dieser Sünderin, dir sind deine Sünden vergeben, ebenfalls göttliche Autorität. Das kann im Alten Testament nur Gott. Eine weitere Stelle, die von dieser Sündenvergebung im Zusammenhang mit Gott spricht, ist Micha Kapitel 7, Vers 18. Auch eine sehr wichtige Stelle. Und da heißt es hier, wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die übrig geblieben sind von seinem Erbteil, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Das ist hier von Elohim, ist hier die Rede. Wo ist ein solcher Elohim, ein solcher Gott, ein solcher Jahwe, das könnte genauso stehen hier, der Sünde vergibt? Das sind ganz klare Aussagen, dass für die Propheten im Alten Testament es eindeutig war, Sünden vergeben kann nur Gott. Ja? Und auch den Zorn, am Zorn nicht ewig festzuhalten. Wir haben vorhin gelesen, nicht nur der Vater lässt den Zorn über unbußfertige Sünder kommen, sondern das ist letztendlich auch der Sohn. Da ist kein Unterschied. Alle Stellen, die Jesus und den Vater auf die gleiche Ebene stellen. Eine weitere Überlegung dazu, ob
Denn man könnte sich hier die Frage stellen, wenn die Juden eben glauben und im Judentum allgemein so üblich ist, dass eben nur Gott Sünde vergeben kann, dann muss man sich fragen, wie genau haben die Juden ihre Bibel gelesen? Wie genau lesen sie die Bibel? Denn in der Bibel können wir ganz deutlich finden, dass nicht nur Gott Sünde vergibt als der Vater, nur eine Person, sondern dass auch eine zweite Person neben Gott existiert, die Sünde vergeben kann. Und ich frage mich heute, wie Juden mit einem solchen Text umgehen, wie er zum Beispiel in 2. Mose Kapitel 23 zu finden ist. Und das ist übrigens eine Frage, auf die ich jetzt auch im Zusammenhang mit diesem Thema erst so für mich gekommen bin, dass ich mir diese Frage stelle, wie gehen Juden heute mit dieser Stelle um? Und das ist eine Frage, der ich auch gerne nachgehen möchte. Ich möchte mich da in der nächsten Zeit erkundigen. Denn hier in 2. Mose 23, Vers 20 und 21 haben wir eine ganz wichtige Stelle. Da steht: Siehe, ich sende einen Engel vor dir her, der dich behüte auf deinem Wege und dich bringe an den Ort, den ich bestimmt habe. Hier muss man die Frage stellen, wer spricht denn hier? Siehe, ich sende einen Engel vor dir her. Das kann nur Gott sein. Ja? Wer ist der Engel, den er vor ihnen her senden wird? Da haben wir das letzte Mal in unserem Thema schon gesprochen. Das ist der Engel Gottes, der dem Mose am Dornbusch erschienen ist, ist die zweite Person der Gottheit, der sich dann immer wieder als Engel des Herrn bezeichnet und dann wieder abwechselnd als Herr und als Gott. Also der Engel des Herrn ist genauso ein göttliches Wesen. Wenn der Vater, dann spricht der Vater von seinem Engel, von seinem Gesandten, der Gesandte Jesus Christus. Ja? Und Paulus sagt, Jesus Christus war in dieser Wolke, der Israel durch diese Wüste geführt hat. Und hier sagt der Vater von seinem Sohn im Vers 21, also von diesem Engel, der hier einfach als Engel beschrieben wird, also als der von Gott gesandte Bote, der das Volk durch die Wüste begleiten sollte. Hüte dich, sagt der Vater von ihm, hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme und sei nicht widerspenstig gegen ihn. Denn er wird euer Übertreten nicht vergeben, weil mein Name in ihm ist. Eine ganz deutliche Aussage, die wir hier im Zusammenhang mit der Forderung oder mit der Autorität Jesu in Verbindung bringen können, Sünden vergeben zu können. Das war also nicht erst eine neutestamentliche Anmaßung, aus jüdischer Sicht, nicht? Das wäre das eine Anmaßung, sondern eigentlich müsste man heute Juden fragen, kennt ihr diese Stelle? Wer ist denn der Engel, von dem Gott gesagt hat, hütet euch, dass ihr ihm nicht gehorchet? Also hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme und sei nicht widerspenstig. Das ist genau das, was die Juden dann letztendlich gemacht haben, als Jesus auf Erden war, haben sie genau diesem Gesandten Gottes, der hier im Alten Testament als dieser Engel des Herrn erschienen ist, dass ihm nicht gehorcht haben und ihm widerspenstig entbegegnet sind. Und da wurde damals schon gewarnt, er wird euer Übertreten nicht vergeben, weil mein Name in ihm ist. Das heißt, der Vater hat hier seinen Namen in seinem Sohn wiedergefunden. Er findet seinen eigenen Namen in seinem Sohn wieder. Was ist das für ein Name, der in diesem Engel drinnen ist? Und das haben wir an vielen Stellen im Alten Testament. Das ist der Name Jahwe, genau dieser Name. Der ewig Seiende, der Immerwährende. Das heißt, der Vater und der Sohn tragen hier praktisch denselben Namen. Und in diesem Namen ist Vergebung der Sünden. Das ist sowohl im Namen des Vaters als auch im Namen Jesu ist Vergebung der Sünden. Beide sind barmherzig, beide sind allmächtig und beide sind im Erlösungswerk des Menschen mit integriert. Wir können den Vater und den Sohn von dem gesamten Schöpfungs- und Erlösungsgeschehen nicht trennen. Sie waren immer in einem gemeinsamen Wirken.
Aber hier sagt der Vater von seinem Sohn, ja, er wird euer Übertreten nicht vergeben. Eine sehr deutliche Stelle, dass hier neben Gott auch ein anderes Wesen, das hier als der Engel des Herrn beschrieben wird, ein vergebender Gott ist. Das müsste eigentlich Juden zu denken geben, dass es hier doch zwei Personen gibt, die in der Gottheit existieren und die diese Autorität haben, Sünde vergeben zu können. Also ich werde dieser Frage nachgehen. Ich möchte da wirklich wissen, wie Juden heute mit dieser Stelle umgehen. Eine andere Stelle, die das genauso beschreibt und noch deutlicher macht, ist diese Stelle in Sacharja Kapitel 3. Wenn wir Sacharja Kapitel 3 lesen, da haben wir es ebenfalls mit diesem Engel des Herrn zu tun im Zusammenhang mit Sündenvergebung. Und da steht nicht Gott, sondern Engel des Herrn. Es heißt hier, und er ließ mich sehen den hohen Priester Josua. Dieser hohe Priester Josua war ein hoher Priester, der damals nach der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft buchstäblicher hoher Priester war in Israel. Und der wird jetzt dem Sacharja in einer Vision in schmutzigen Kleidern gezeigt, wie er vor dem Engel des Herrn stand und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihn zu verklagen. Hier haben wir eine Anklagesituation, wo der Satan vor den hohen Priester Josua vor dem Engel des Herrn anklagt. Und wer ist das? Und der Engel des Herrn sprach zu dem Satan: Der Herr schelte dich, du Satan. Ja, der Herr, der Jerusalem erwählt hat, schelte dich. Ist dieser nicht ein Brandschädel, das aus dem Feuer gerettet wird? Also da spricht der Engel des Herrn und sagt: Der Herr soll dich schelten. Da spricht der Engel des Herrn, der selber eigentlich auch Herr ist und Jahwe ist, der Name ist in ihm, von einem anderen Jahwe, der jetzt den Satan schelten sollte, den Satan richten sollte. Und dann heißt es hier weiter: Josua aber hatte unreine Kleider an und stand vor dem Engel. Das sind hier das sündhafte Leben des Josua. Und Satan versucht jetzt hier auf dieses sündhafte Wesen des Josua aufmerksam zu machen vor dem Engel des Herrn, also vor Jesus. Denn dass es Jesus ist, das kommt jetzt im Vers 4 ganz deutlich heran, der anhob und sprach zu denen, die vor ihm standen: Du, die unreinen Kleider von ihm. Und er sprach zu ihm: Siehe her, ich nehme deine Sünde von dir und lasse dir Feierkleider anziehen. Das ist ein ganz deutliches Bild für Vergebung, die jetzt nicht von Gott, von Jahwe kommt, sondern vom Engel Jahwes. Das heißt, dieser Engel ist jemand, der eben auch Sünde vergibt und nicht nur Jahwe. Hier ist eigentlich der Engel, der das tut. Ja? Und er sprach: Setzt ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt. Und sie setzten ihm einen reinen Kopfbund auf das Haupt und zogen ihm reine Kleider an. Und der Engel des Herrn stand dabei. Ihr merkt schon, hier allein aus dieser Geschichte heraus ist es ganz, ganz wichtig, genau zu definieren, wer ist dieser Engel des Herrn. Und wenn es uns gelingt, diesen Engel des Herrn als Jesus, als den Gesandten Gottes zu identifizieren, dann ist die Sache eigentlich klar, dass Jesus hier als jemand erscheint, der den Menschen Sünde vergeben kann. Und wenn das nur Gott sein kann, der Sünde vergeben kann, dann ist eben Jesus hier auch in diesem Zusammenhang eine göttliche Person, gleichberechtigt mit dem Vater, den Menschen Sünde zu vergeben und dann auch von Sünde zu erlösen. Hier ist wirklich eine Frage, wie gehen tatsächlich Juden mit dieser Person um? Wenn Sie das Alte Testament also richtig lesen, müssen Sie drauf kommen, dass hier zwei Personen göttliche Autorität in Anspruch nehmen, die beide das Recht sich nehmen oder die beide die Autorität haben, Sünde zu vergeben. Ich denke, das ist ein ganz entscheidendes Argument und es ist mir jetzt selber in diesem Zusammenhang richtig bewusst geworden, dass das eigentlich eine Erklärung bedürfe, wie die Juden mit diesem Engel des Herrn umgehen. Denn hinter diesem Engel des Herrn ist auch die Person des Michael zu finden. Denn der Engel des Herrn hatte einen Namen, der dann beim Daniel erscheint als der große Engelfürst Michael, der im Heiligtum Gottes existiert
und dort auch seinen hohen priesterlichen Dienst letztendlich tut, als Fürsprecher der Menschen. Wie geht das Judentum mit dem Michael um? Das wird eine Frage sein, der ich nachgehen möchte. Also wir haben hier ganz deutlich die Texte, mit diesen Texten, die ich jetzt mit euch durchgegangen bin, wollte ich einfach hinweisen, dass der Zweifel um die Gottheit Jesu im Judentum aufgekommen ist. Das heißt, sie haben Jesus als Gotteslästerer bezeichnet, als er behauptet hat, mit solchen Aussagen, mit solch einem autoritären Auftreten göttliche Autorität zu haben. Dieser Zweifel, der also im Judentum aufgekommen ist, es haben sich ja dann später viele Juden zum Christentum bekehrt, die aus dieser alten jüdischen Tradition gekommen sind. Gleichzeitig sind sie mit griechischer Philosophie dann verwickelt worden und manche dieser Gelehrten haben sich dann dem Christentum angeschlossen. Und irgendwo in seinem Sammelsurium von solchen Entwicklungen hat sich dann dieser Zweifel über die Gottheit Jesu auch in die Kirchengeschichte hineingetragen. Und ich möchte hier auf wieder einen biblischen historischen Hintergrund aufmerksam machen, denn die Bibel ist ja auch gleichzeitig Geschichte, ein Geschichtebuch, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Und wir können ja hier sehr deutlich herausfinden, zu welcher Zeit sich was abspielt. Im 1. Johannes haben wir einen Hinweis, aus dem abzuleiten sein kann, und aus dem es durchaus auch, wenn man die außerbiblischen Quellen studiert, kann man hier deutlich auf ein Problem aufmerksam machen, dass sich lange vor den ersten Konzilien in der Kirchengeschichte ein Konflikt mit der Natur Jesu, mit der Natur der Menschlichkeit Jesu und mit der Natur der Göttlichkeit Jesu abgespielt hat. Und dass viele Jesus nicht mehr als diese göttliche Person gesehen haben und auch nicht mehr als diese menschliche Person gesehen haben, wie er es wirklich war. Das kann man hier in 1. Johannes Kapitel 4 ableiten. Und da ist eine Warnung vor falschen Propheten. Johannes sagt hier, ihr Lieben, glaubet nicht einem jeglichen Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in diese Welt. Achtet darauf, der Apostel Johannes lebt hier und schreibt hier zu einer Zeit, wo schon viele falsche Propheten ausgegangen sind in die Welt. Das hat es vor der Zerstörung Jerusalems durchaus noch nicht gegeben. Da haben wir noch keinen Hinweis dafür, dass da unter den Christen vor der Zerstörung Jerusalems viele falsche Propheten unterwegs waren. Deshalb ist das auch ein Hinweis dafür, dass Johannes seinen Brief hier durchaus erst später geschrieben haben konnte, nach der Zerstörung Jerusalems und vielleicht tatsächlich nach der Offenbarung, erst also um etwa 100 nach Christus. Und in der Zeit hat sich das bereits erfüllt, was Paulus schon angekündigt hat, dass nach seinem Tod, der ja so um vielleicht um 65 etwa gewesen sein kann oder 68, wo der Tod des Paulus unter der Herrschaft des Kaisers Neros wahrscheinlich zustande gekommen ist, dass sich nach dieser Zeit das erfüllt hat, was Paulus vorausgesagt hat, dass selbst in den eigenen Reihen Leute hervorgekommen sind, die falsche Lehren verkündigt haben. Und deshalb hier die Aussage von Johannes, viele falsche Propheten. Was haben diese falschen Propheten so falsch geredet? Ein Aspekt ist hier angesprochen, daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen, ein jeglicher Geist, der da bekennt, dass Jesus Christus ist im Fleisch gekommen, der ist von Gott. Und ein jeglicher Geist, der Jesus nicht bekennt, als im Fleisch gekommen, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Wiederchrists, von welchem ihr habt gehört, dass er kommen werde und ist jetzt schon in der Welt. Wenn wir jetzt diese Geschichte im Hintergrund studieren, dann werden wir drauf kommen und auf das werde ich das nächste Mal ganz klar eingehen. Da haben wir Quellen aus der Kirchengeschichte, die erlauben zu erkennen, dass hinter dieser falschen Vorstellung, dass Jesus sei ins Fleisch gekommen oder eben nicht ins Fleisch gekommen sei,
dass hier eine Auseinandersetzung auch mit der Gottheit Jesu im Spiel war. Das heißt, da hat es Leute gegeben, die nicht geglaubt haben, dass Jesus von Ewigkeit her Gott war, wie es Johannes selber in diesem Brief geschrieben hat und auch in seinem Evangelium. Dass man das in Frage gestellt hat. Und dass man nicht mehr geglaubt hat, dass Jesus, der ursprünglich Gott war, wahrer Gott, dann in das menschliche Fleisch oder im menschlichen Fleisch gekommen ist. Das heißt, der Zweifel in Bezug auf die richtige menschliche Natur ist in der Kirchengeschichte und in der frühen christlichen Geschichte immer einhergegangen, auch mit einem Zweifel über die richtige göttliche Natur. Die Menschen, die nicht mehr geglaubt haben, dass Jesus wahrer Mensch war, haben dann auch nicht mehr geglaubt, dass er wahrer Gott war. Das ist ein Zweifel, der immer parallel einhergegangen ist. Und hier im Johannesevangelium, also in diesem Johannesbrief, spielt Johannes offensichtlich auf so ein Problem im Hintergrund an. Er schildert es jetzt nicht im Detail, aber die Details können wir dann in der Kirchengeschichte finden, wer diese Leute sogar waren. Manche werden mit Namen genannt, die sich da in dieser Zeit betätigt haben und vor allen Dingen ihre Schüler dann, die im ersten, zweiten oder im zweiten, dritten Jahrhundert waren, dass die Schüler dieser falschen Propheten, die dann schon sehr viel von diesem Problem geschrieben haben. Darüber werden wir das nächste Mal sprechen. Ich möchte heute noch abschließen, weil die Zeit schon fortgeschritten ist für dieses Thema, möchte ich euch auf einen Text noch aufmerksam machen, der auch von Paulus geschrieben worden ist und der zeigt, dass es tatsächlich auch schon zur Zeit des Apostel Paulus angefangen hat, dass da Leute unterwegs waren, die schon einen anderen Jesus gepredigt haben. Auch sehr bemerkenswert. Und zwar, die Stelle ist in 2. Korinther 11, Vers 4. Ja? 2. Korinther 11, lesen wir ab Vers 3. Ja? Ich fürchte, sagt Paulus hier, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken verkehrt werden hinweg von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Paulus muss befürchten, dass gerade in der Korinthergemeinde sein ganzes Wirken umsonst war und dass da die Schlange, wie die Schlange die Eva verführt war, hat, Leute unterwegs waren, die falsche Lehren verkündigt haben und die die Gemeinde verführt haben. Und es ist bemerkenswert, dass gerade die Gemeinde zu Korinth hier angesprochen wird. Und gerade Korinth ist ja eine Gemeinde gewesen, die von griechischer Philosophie geprägt war. Das war ja in Griechenland. Und da ist durchaus möglich, dass sich hier griechische Philosophie mit christlicher Lehre, mit jüdischer Lehre irgendwo vermischt hat und alles gegen Jesus gegangen ist. Ja? Ich habe hier zum Beispiel ein interessantes Buch, das ist ein Riesenschmöker, den ich mir da gekauft habe, ja. Christen und Heiden, so lautet der Titel. Und da ist ein riesiges Buch, also mit vielen interessanten Informationen, Hintergrundinformationen über diese ersten Jahrhunderte in der Kirchengeschichte, in der christlichen Geschichte. Und da wird also sehr deutlich aufgezeigt, was es da von Anfang an für Konflikte über Jesus, über die Natur Jesu, über die Natur der Gottheit Jesu und über die Natur der Menschlichkeit Jesu gegeben hat. Und wie die ersten christlichen Verkündiger auch im ersten und im zweiten Jahrhundert noch versucht haben, gegen diese verkehrten Lehren aufzustehen, die sich da schon angefangen in der Zeit der Apostel zu verbreiten haben. Ja? Paulus sagt hier von dieser Verführung im Vers 4, denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfanget, den ihr nicht empfangen habt, oder ein ander Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertraget ihr das recht gern. Ihr merkt also, Paulus beobachtet hier, wie in der Gemeinde Korinth durchaus gern gesehene Leute da waren, die gekommen sind, die einen anderen Christus, einen anderen Jesus gepredigt haben, aber auch einen anderen Geist. Das heißt, die irgendwie von Jesus, die irgendwo Jesus anders dargestellt haben, als er sich selbst dargestellt hat und als die Apostel ihn dargestellt haben. Und auch einen anderen Geist.
Ihr habt sicher gemerkt, ich habe jetzt noch nicht vom Heiligen Geist als seiner dritten Person geredet, der Gottheit, weil das jetzt hier noch nicht das Thema ist. Ich habe schon das letzte Mal gesagt, bevor wir nicht klar sehen können, ob Jesus wirklich wahrer Gott ist oder nicht, brauchen wir über den Heiligen Geist noch gar nicht reden. Und es war auch in der Kirchengeschichte so, dass bis ins zweite, bis ins dritte, vierte Jahrhundert oder selbst bei den ersten Konzilien in der Kirchengeschichte die Frage um den Heiligen Geist noch gar nicht richtig diskutiert worden ist. Das war noch gar kein Problem. Dieses Problem ist erst später aufgekommen und war offensichtlich vorher auch bei den Aposteln keine Frage, ob der Heilige Geist eben auch eine Person ist in der Gottheit oder nicht. Ja? Aber darüber werden wir in einem anderen Thema in der Fortsetzung dann sprechen. Wir wollen das so verfolgen, wie es auch in der Kirchengeschichte abgelaufen ist. Zuerst der Zweifel über Jesus. Aber ihr merkt schon, Paulus spricht hier von einem anderen Jesus, den da Leute gepredigt haben. Und wir wollen dann herausfinden, was war das für ein anderer Jesus? Was war anders? Ja? Sie haben vom selben Jesus von Nazareth gesprochen, aber offensichtlich anders über ihn geredet. Anders die Frage beantwortet, wer war er wirklich? Ja? Und auch über den Heiligen Geist haben sie anders geredet oder auch über ein anderes Evangelium. Das heißt, das Ganze war mit einem anderen Evangelium verquickt. Das bedeutet, wir können nicht das wahre Evangelium predigen, wenn wir nicht den wahren Christus haben, so wie er sich in der Bibel darstellt. Es ist ganz wichtig, und wenn wir in der Kirchengeschichte, wenn wir das sehen werden, dann werden wir drauf kommen, dass die Diskussion über die Gottheit Jesu immer parallel einhergegangen ist über die Erlösungsfrage, über das Evangelium, das gesamte Evangelium der Erlösung durch Jesus Christus. Und deshalb ist diese Frage um das richtige Bild von Jesus auch sehr wichtig. Und dann natürlich auch das Bild vom Heiligen Geist. Wenn ich da zusammenfassen darf mit einem Text, dann wird mir diese Aussage Jesu in dem hohenpriesterlichen Gebet immer wichtiger eigentlich. Wenn Jesus gesagt hat, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das heißt, es geht nicht nur darum, Gott richtig zu erkennen, den Vater richtig zu erkennen, als Gott von Ewigkeit her, sondern auch Jesus als eine gleichwertige Person neben Gott gleich zu sehen. Und das Ganze hängt dann auch mit einem bestimmten Verständnis von Erlösung zusammen. Und wir wissen ja, dass auch in der Kirchengeschichte die Lehre von der Erlösung genauso verdreht worden ist, obwohl man immer noch davon spricht, dass Jesus der einzige Erlöser ist und für uns gestorben ist. Das sagen alle Christen, auch wenn sie noch so verkehrt den anderen Dingen oft vielleicht denken. Aber es geht da immer darum, nicht das zu beurteilen, was andere denken, sondern wir sollen beurteilen, was sagt die Bibel über Gott und den er gesandt hat als Erlöser der Menschen und der von sich auch letztendlich gesagt hat, dass er das Brot ist, das vom Himmel gekommen ist, das Licht dieser Welt, um die Menschen zu erleuchten. Ein Wort, das von Ewigkeit her bei Gott war. Möge Gott uns helfen, dass wir dieses Verständnis von Jesus noch deutlicher bekommen und dass wir auch hier irgendwelche Legenden aus der Kirchengeschichte, die sich auch in Bezug auf diese Frage unter Christen, unter sehr ernst zu nehmenden Christen eingeschlichen haben, dass wir das auch hier recht darstellen können. So möchte ich euch bitten, dass wir noch abschließend miteinander beten und bitten, dass uns Gott dieses Thema auch weiterhin zu einem wichtigen Thema sein lässt. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir wieder Danke sagen für diese Zeit, die du uns geschenkt hast, für diese Möglichkeit, über dein Wesen nachzudenken, aber auch über das Wesen deines Sohnes, den du in diese Welt gesandt hast, um hier auf dieser Erde auch für die Wahrheit zu zeugen. Du selbst, Herr Jesus, hast es für notwendig empfunden und für wichtig erhalten,
dass du in diese Welt kommst, dazu geboren wirst, wie du es gesagt hast, noch kurz vor deinem Tod, dass du für die Wahrheit zeugen solltest. Und wir wissen, dass gerade die Wahrheit um dein göttliches Wesen eine Wahrheit war, die du besonders darstellen wolltest unter deinem Volk, und dass dein Volk bis heute dieses Problem hat, dich als diesen wahren Gott und das ewige Leben neben deinem Vater Jesus Christus, neben deinem Vater, dem himmlischen Vater, dich hinzustellen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, auch durch deinen Heiligen Geist, den du uns verheißen hast, dass er uns in alle Wahrheit leiten wird, dass wir uns durch diesen Geist leiten lassen und dass wir dieses Wort, das durch ihn inspiriert worden ist, auch richtig verstehen können. Bewahre uns vor menschlichen Vorstellungen, vor eigenen Ideen, und gib, dass wir dein Wort sprechen lassen und dass wir diese Erkenntnis, die wir dann haben, dass sie auch unser Leben umformt und dass wir deinem Ebenbild, Herr Jesus, dann immer mehr näher kommen können, indem wir uns die rechten Gedanken über dich machen und auch über dein Vorbild, das du uns als Mensch hier auf Erden vorgelebt hast. Vergib uns, wenn wir in der Vergangenheit manches verkehrt über dich gedacht haben und ein verkehrtes Bild gehabt haben, aber gib, dass wir auch anderen Menschen helfen können, das rechte Bild von dir zu bekommen und dich als Herrn und Heiland in unserem Leben anzunehmen und auch bereit sind, unser Leben dir hinzugeben und dir zu gehorchen und dir zu glauben aus ganzem Herzen und dich zu lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von allen unseren Kräften. Wir preisen und loben dich dafür in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Gut, ich danke für euer Dabeisein und hoffe, dass wieder manche Gedanken mit drinnen waren, die es wert sind, dass wir sie weiter überlegen und dass wir immer wieder auch von neuen Gedankengängen an die Themen herangehen und auch unser Verständnis klarer wird über das, was wir auch zu diesem Thema über den Kampf um die ewige Gottheit Jesu denken sollen. Gut, soweit für heute. Ich habe schon am Anfang angekündigt, dass wir das nächste Mal uns erst, ja, es wird so sein, dass wir jetzt zwei Donnerstage nicht mehr auf Sendung sein werden. Ich werde zwei Wochen weg sein und kann jetzt am Donnerstag nicht auf Sendung sein. Und da bitte ich euch, dass ihr das entschuldigt. Wir machen etwas Urlaub und haben dann einen anderen Einsatz, ein anderes Seminar in Deutschland. Und ich werde mich dann am 28. wieder melden, also in 14 Tagen am Donnerstag werden wir die Fortsetzung zu diesem Thema haben. Falls irgendwelche Fragen da sind, ich habe auch ein E-Mail, wenn da irgendwelche Unklarheiten sind und das Ganze vielleicht noch nicht bis zu dem Punkt, wo wir jetzt gekommen sind, vielleicht noch Unklarheiten da sind, dann lasst mich das auch irgendwo wissen. Ansonsten setzen wir das Thema dann fort. Gut, hoffe, es geht euch weiterhin gut und denkt auch selber über diese Themen nach und versucht euch auch mit anderen Menschen darüber zu unterhalten und euch auseinanderzusetzen mit diesen Fragen auch. Denn wir sollen ja auch Jesus verherrlichen und wir verherrlichen ihn nicht, wenn wir ihn nicht so darstellen, wie er wirklich ist, sondern dass wir ihn so darstellen, wie er sich selbst offenbart hat. Gott helfe uns allen darin und segne uns alle. Amen. Gut, dann verabschiede ich mich wieder und wünsche euch alles Gute und Gottes reichen Segen bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.